Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Heute Fallenbau, Leute. Fall und Federn einsammeln. Man kennt es, die Nummer. Sieht es eigentlich aus mit Pfeilen? Ja, passt, oder? Das ist cool. Wir kommen ja mittlerweile irgendwie nicht mehr vorbei hier bei mir. So, was gegessen für den Anfang des Tages? Okay, ich baue jetzt erstmal die fertig, aber du, mein Freund, du musst auf jeden Fall weg. Genau. Schön mal dahinter. Perfekt. Und dann musst du bitte auch weg. Ich hoffe, du bist einer, der weg kann. Ja, geil. So. Okay, ich glaube, ich brauchte Stöcke, ne? Was sich echt super trifft, denn hier sind noch so viel von den Büschen. Mit dir eigentlich? Ach, du bist so ein... Ja, Geisterbusch. Hier. Hier ist natürlich, dass die mein Zuhause so gut wie möglich in Ruhe lassen und da auch erstmal was überwinden müssen, bevor die an meiner Base sind, die Jungs und Mädels. Okay. Perfekt. Genau, und jetzt habe ich auch die To-Do-Liste wieder ein Stück erweitert, denn mir wurde ja noch geraten, Verteidigungsanlagen aufzubauen. Und hier sind sie, Leute. Das war es natürlich noch lange nie. So, wie habe ich gesagt, hier ist der Eingang. Könnte man natürlich so wahnsinnig sein. Kommen die wieder mit den Steinen, denkt ihr euch? Aber damit ich hier auch selber so ein bisschen den Überblick behalte, würde ich mir mal... So wahnsinnig wie ich bin, von den Toren aus gesehen, so kleine Wege gönnen, Freunde. Dann erkenne ich das nämlich auch besser. Jeder. Und dann müssten wir hier jetzt... Könnte man das so machen? Okay, du musst wieder, glaube ich. Ja. Dann kannst du den jetzt wegbauen. Ja, geil. So. Und dann würde ich hier natürlich... Natürlich jetzt ziemlich krumm und schief, die Nummer. Und mal, kannst du auch hier? Oh, nee. Will ja so keiner. Soll das nochmal wegmachen? Na gut, es wird jetzt auch nie besser. Ich würde es halt eigentlich gerne ein bisschen mittig haben, Leute. Oder mach hier jetzt halt einfach nur ein einzelnes Tor hin. Könnte ja eigentlich auch reichen, oder? Naja, doch.
Genau so können wir es machen, Leute. Achtung, Falle. Da kommen natürlich dann überall noch Lampen hin und so weiter, Leute. Ihr kennt doch die Spielchen. Ah ja, das war ja geil. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt, die Nummer. So, was hatte ich denn gesagt? Wollte ich nie eigentlich mal so richtig frech, wie ich bin, mal wieder ein Dynamitstängchen benutzen? Denn das Geile ist, ich wohne ja hier wirklich im Dynamitparadies. Du musst jetzt aber aufpassen, weil... Oh, da kommen sie. Scheiße. Ich habe sie gerade gesehen. Genau da, wo ich gerade hinrennen wollte, kamen sie gerade. Na, guck mal, da sind sie. Hallöchen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wollen wir mal die Falle ausprobieren? Ja, Kollegen. Habt ihr was für sie hier? Der hat mich ausgetrickst. Lol. Der ist jetzt über die Falle gesprungen. Nee, der ist drin, Leute. Da hängt er. Hau die jetzt wieder ab? Im Leben nie. Ich kenne euch doch. Geht's wieder los hier, die Party? Wo ist denn die Frau eigentlich? Ja, war doch gerade noch eine Frau im Stissel. Dams. Warte, ich wollte... Nein, du hörst bitte auf. Ja, ich hab dich gewarnt, Alter. Entschuldigen Sie. Sind Sie noch auf dem Baum? Hab ich den aus dem Blick verloren? Warten wir jetzt. Sehen die Leute? Die halt wieder direkt an meine Wall gedotzt hat. Glaub's nicht. Hier, guckt mal, Leute. Geil, wie das funzt. Funzt. Ist der Häuptling. Schädellaterne. Nimm's. Keine ran. Geil. So, wartet mal, Leute. Wir kennen's da. Ich... Was denn du? Okay. Bin ich doch schnell gewesen? Er ist gar nicht dazu gekommen, was zu beschädigen, Leute. Mir natürlich absolut gelegen, die Nummer. Oh, du bist, existierst ja nie. Oh. Okay, Leute, eins nach andere. Ich hole mir jetzt erstmal die Stämme da hinten. Durch die Panik habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, wie viel ich denn erwischt habe, Leute. Oh, sieht gut aus. Sieht sogar richtig gut aus. Die schon mal hinter. Hack.
Wo ist der Wagen, Leute? Ich habe ihn schon wieder aus den Augen verloren. Ja, das wird doch schön kuschelig hier. Ich muss sagen, es war eine gut platzierte Stange Dynamit. Ja, geil. Hol doch da hinten auch nochmal den Wagen. Kannst du hier mal so eine Dose reinballern? Genau, sehr geil. So, Leute. Dann bringen wir die auch noch hinter. Frag mich wirklich, wo die Frau hin ist. Einer, der auf dem Baum war, ist weg. Und die Frau, die auch noch kam, die ist auch irgendwie weg. Und wer Forrest kennt, weiß, dass die wiederkommen. Die Jungs und Mädels. So. Genauso habe ich mir das vorgestellt, Leute. Guckt euch das an. Kann ich nämlich hier auch so geil mal ein bisschen lunzen. Und ich würde hier gleich mal weitermachen mit Schädeln. Jens? Bams. Perfekt. Oh ja, das gefällt mir gut. So, also das heißt, hier haben wir jetzt den Haupteingang. Oder einen der vielen Haupteingänge. Dahin rennen sie, Leute. Ich glaube, das sind sie. Ist das die Frau? Und es sind auf jeden Fall mehr wieder. Wird geil. Okay, also, der nächste Eingang wäre dann hier. Den ich aber lassen würde. Da würde ich mir jetzt nicht nochmal einen Weg hinbauen. Was ich aber mache, ist weitere Fallen. Und dafür würde ich jetzt mal den Kollegen nehmen. Geh den mal rein. Genau, wir müssen halt hier auch dann ein bisschen so um die Ecke kommen langsam. Jetzt den mal hin. Na, wir haben auf jeden Fall noch Platz zum Laufen. Und dann würde ich eigentlich gerne noch mehr von denen hier hinstellen. Und mal so ein bisschen Platz lassen. Ja. Hier auch noch. So eindrehen. Nicht noch ein bisschen mehr. Bams. Genau. Dann ist die Frage, was machen wir hier? Wir könnten jetzt natürlich damit wir uns ein bisschen was sehen, Leute. Ups. Ja, das können wir so machen. Gott.
mich gerade vor dem Blueprint erschrocken, Leute. Das ist echt kein Scherz, ne? Scheiße. Ich dachte gerade, was ist denn da für ein fetter weißer Strahl? Gott. Alter Schwede, meine Augen, ne? Die spielen mir immer so Streiche, Leute. Ich übel. So, ein noch. Perfekt. Dann holst du noch mal ein paar Stöckers. Und Steine. Gems. Wie viel hast du denn? 14? Ja, geil. Ja, perfekt. Und dann müssten wir halt hier dazwischen, das hätte ich natürlich auch vorher machen können. Jetzt halt hier dazwischen auch nochmal was bauen, weil die können nämlich sonst hier durch, Leute. Das wollen wir ja nie. Wirklich nie. Gems. Oh, perfekt. Hol dir mal das Tier hier raus. Nee, warte mal. Ich wollte eigentlich... Genau. Okay, du bist doch mit den ganzen Fellen voll. Können wir eigentlich gleich mal gucken. Und mir vielleicht noch irgendwas bauen können damit. So, ihr Freunde, ihr kommt auf jeden Fall auch rein. Ums? Ruhe. Zack. Genau, nimm dir gleich mal wieder was mit, wenn es geht. Sind die schon durch, die Jungs? Getrocknet? Getrocknet. Ja, schön. Super. Okay. Dann schmeiße ich mal den Grill an, Leute. Den Menschengrill. Ja, schön. Und machen wir uns mal kurz gemütlich, Leute. Ja, das wird ja richtig schnucklig hier. Kann man nichts sagen. Und wenn ich Motivation habe, ich eigentlich auf jeden Fall habe, Leute. Vor allem, warum ich das überhaupt in Frage stelle. Würde ich gerne auch noch so ein paar Türme und so hin. Wäre eigentlich auch noch ziemlich geil. Man könnte halt die Bäume hier auch noch mal benutzen für so ein paar Baumplattformen. Sicherlich auch richtig geil aus. So, gib mir das alles. Ist da alles? Jupp. Weiter geht's. Zack. Und zack. Sehr schön. Dann bringen wir mal noch ein, zwei Steine an. Und dann würde ich die Nacht mal wegschlafen, oder? Wenn man mich denn lässt, natürlich. Wenn man da... Ums.
So, die können jetzt hier natürlich noch drüber hüpfen, ne? Aber da kann ich mir ja helfen mit so einem Zaun, Leute. Das geht richtig schnell, die Nummer. Wieder da. Oh, moin. Naja, wenn ihr schon da seid, Leute, habt ihr vielleicht Bock? Okay, das sind ziemlich viele Leute. Aber ich brauche ja den Shit. Ums. Oh, das ist die nächste Gruppe. Oh Gott, jetzt bin ich aber mit ein bisschen einem ungünstigen Moment raus, Leute. Bin ich auch ehrlich. Geil, die Geräusche. Die anderen sind schon weg. Kann ich gar nicht glauben. Mach schon mal einen Haufen, Leute. Ja, Freunde. Alter. Nein. Direkt noch in die Falle rein. Ah ja, geil. Okay, geil. Einfach nur geil. Endlich kommen die Knochen rein, Leute. Finde ich natürlich richtig gut. Ja, geil. So, und hier ist doch auch gerade noch einer reingedotzt, oder? Ist doch gehört. Wo ist denn die? Ja. Moin. Leute, das sind so viele. Fuck. Und? Fuck. Wieder. Krank schon wieder die Nummer. Da hinten ist da der Häuptling noch. Den habe ich da auch gesehen. Den erkennt man immer so schön. Häuptling Tausendarm. So, naja, da haben wir doch einiges wieder. Scheiße. Die Leute, jetzt gehe ich aber pennen. Ist schon kurz das Herz stehen gespürt. Ich dachte, es sind nur drei und auf einmal habe ich noch die andere Gruppe gesehen. Das ist nämlich auch der Nachteil, wenn man so eine riesen Base hat, da noch den Überblick zu behalten, Leute. Ist schon nie ohne. Okay, danke dir. Speichern. Alter Schwede. Endlich mal was los hier, Leute. Habe ich die ganzen Fallen aufgesetzt? Jetzt werden die natürlich aktiv, ne? So, wir müssen jetzt halt. Ich bräuchte eigentlich hier auch noch so einen schnellen Knochenkorb. So einen ganz schnellen. Weil bis ich die da immer an das Feuer hingebracht habe. Ja, oh Weihnachten, Leute. So, okay, du hast natürlich gar nichts. Ist so geil. Immer schnell in den Wald rein. Ma. Dann sind ja überall so viele Geisteräste und Geisterbücher. Keiner weiß es. So, kommen die paar Hust jetzt auch noch? Deine?
Die haben ordentlich Radau gemacht, ne? Die haben alle irgendwie geschrien. Und haben den anderen Leuten ja Bescheid gesagt, ich hier auf der Insel bin. Wird wohl echt nicht mehr lange gut gehen hier. Wobei ich ja schon zwischendurch die Phase hatte, dass ich dachte, oh Gott, jetzt geht's richtig ab. Und dann war es wieder ziemlich ruhig tatsächlich. So habe ich mir das vorgestellt. Weil jetzt könntest du nämlich mal. Ich muss das alles verwerten, Leute. Muss einfach sein. Muss ich die Schädel relativ schnell wegbringen? Gibt nämlich leider keinen Schädelkorb. Boah, schade. Nochmal aufstellen. Meine, wir werden uns irgendwann, werden wir uns nicht mehr retten können vor Knochen und Schädels. So, ich warte mal kurz, Leute. Lade es hin. Beziehungsweise, du kannst, glaube ich, ein paar Steine nochmal ranbringen. Gems. Jetzt. Ja, absolutes Paradies. So. Wo sind die genau? Bums. Bums. Knochen sind wir voll. Bringen wir schnell zum Korb. Echt so krass. Ich will halt nicht, dass die respawnen, Leute. Wirklich so überhaupt nicht. Geräusche. Okay, cool, die hast du. Und die anderen Schädel nochmal weg. Wie viele Knochen hast du jetzt? 15 kannst du tragen. Feuerzeug bitte weg. Nochmal schnell hier hochgerannt. Ja, schön. Genau, jetzt brauchst du nämlich nur noch 6 Stück. Tatsächlich. Nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Ich gut. Okay, Leute. Jetzt haben wir es denn. Na, ein, zwei Minütchen können wir noch machen. Wo fehlen jetzt die Stöcke noch? Habe ich denn da wieder was gebaut? Wo ist das? Stöcke? Naja, ich weiß es. Die Trophäen. Genau, geil. Müssen halt nur noch die Mutanten kommen. Dann kann ich die ja fachgerecht aufhängen, Leute. So. Ja, das wird doch. Das wird doch richtig schön hier. Wunderbar, ja. So, ich muss aber auf jeden Fall ein dieser Eingänge auch noch so einen Doppeleingang machen, weil sonst komme ich mit dem Wagen nicht durch, durch das kleine Tor. Und ihr seht ja, dass da hinten. Das Dach ja auch irgendwann noch fertig gebaut werden muss. Und. Ach so. Boah. Wissen die, also die Kannibalen sind immer richtig. So, warte mal, Leute. Jetzt überlebt, oder was? Mit dir? Ja, dein Kumpel ja auch irgendwie abgehauen, Alter. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, was denn seine Mission war. Er war auf jeden Fall so schnell, dass meine Fallen gar nicht hinterher kamen. Aber der wird sich ja irgendwann schon nochmal wundern.
so angenommen, der rennt jetzt so 10 Kilometer über die Insel und denkt die ganze Zeit, dass Harry hinter ihm ist. Und rennt mit und dann dreht er sich nach 10 Kilometern um. Und denkt sich so, hä, wo ist mein Kumpel? War der nie eigentlich noch da? Das sind so die kleinen Geschichten, die dieser Wald hier schreibt, Leute. So, also, folgendes. Ein Felspfad, bitte. Stopp. Stopp. Was ist mit dir? Damit ich das auch so ein bisschen sehe, hier die Nummer. Genau. So, nehme ich hier mal so. Ja. Alter, Leute. Das ist eine Schweinerei. Ich war hier so geil am Bauen. Das sind relativ viele. Wegen Harry und Haus und was ich gerade alles wieder erzählt habe. Können wir die mal in die Fallen locken? So geil, moin. Hast du überlebt? Meine Sau. Ich mach da Fälle. Ja, moin, Alter, was geht? Hängst du an der Falle? Also an der Lampe, wollte ich sagen. Ja, das ist ja günstig, dass du dich jetzt gleich schon mal dahingelegt hast, weil da kommt ihr nämlich alle hin irgendwann. Dieses Tor ist die Vorhalle für euch, Leute. Da werdet ihr alle Platz nehmen. Alter Schwede, ging das ab. Okay. Macht da gemütlich rum mit dem Felspfad. Ist ja großartig, dass wieder abginget. Sehr geil. Okay, Leute. Macht's hier die Tür zu. Die Schweine, ey, wie die mich immer erschrecken. Ne? Das ist unfassbar. Leute, Leute, Leute. Okay, folgendes. Ich würde noch ganz schnell ohne euch die Schädel anbringen. Ihr kennt das ja, ich brenne die Kollegen jetzt da draußen noch ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich muss nämlich jetzt danach ausmachen, deswegen kann ich es nicht mit aufnehmen. Freunde, ich sage vielen lieben Dank fürs Reinlunzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht noch eine Baurunde an der Base. Und dann machen wir mal wieder los, okay? Und ich sage, bis bald. Macht's gut. Tschüss.